Hallihallo, hier ist wieder Tombi und wir spielen wieder eine weitere Challenge in Star Wars Battlefront 2 und zwar die Purge Trooper Challenge. Dafür nehmen wir mit die DC-15 LE und wir spielen den schweren Truppler als auch den Spezialisten, denn wir müssen auch mit der Schockgranate irgendwo Assists machen. Das wird gar nicht so einfach werden. Ansonsten müssen wir noch 3 Nahkampfkills machen und mit der Waffe halt 10 Kills. Das wird schwierig, wir werden schauen, ob wir es schaffen. Auf geht's! Und damit, liebe Leute, starten wir rein in die Purge Trooper Challenge. Leute, wir spielen mal wieder mit der Galaktischen Republik, denn die verwandelt sich ins Imperium. Und mit dazu kommen dann die Purge Trooper. Wir haben einige Aufträge zu erfüllen, ist richtig. Und ja, wir werden schauen, ob wir es schaffen. Es wird richtig schwierig. Am schwierigsten wird wahrscheinlich das Ganze mit den Nahkämpfen sein. Ich hoffe auf eine lange Runde. Wir haben jetzt erstmal den Spezialisten genommen, denn ich will versuchen, direkt am Anfang möglichst viele von diesen Schock-Assists zu kriegen. Ich glaube, oh mein Gott, die sind jetzt schon durchgebrochen. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Das bringt mir gerade gar nichts. Kriegen wir noch irgendwo einen Spieler beschädigt oder so? Nee, gar nicht. Mist. Oh, guck mal, bei Marlon ist auch drin. Den kennen wir ja. Also liebe Grüße. Auf jeden Fall müssen wir versuchen, möglichst schnell diese Schockgranaten-Sachen zu bekommen, weil ich glaube, hier ist es gar nicht mal so schlecht. Weil hier sind die ja noch alle so ein bisschen gestaucht auf einer Ebene, sage ich jetzt mal. Das könnte jetzt was werden. Wir bleiben jetzt einfach mal ganz kurz hier so stehen. Die links zwei wurden getroffen, der wurde getroffen. Wenn wir da einen irgendwie töten, den haben wir erwischt. Okay, der eine zählt. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne versuchen, diese Challenge selber zu schaffen. Und natürlich auch gerne versuchen, irgendwie selber Challenges in die Kommentare zu hauen. Und ja, dann werden wir schauen, ob wir die ganzen Sachen dann auch schaffen. Machen Spieler beschädigt. Wir kriegen wieder Spieler beschädigt. Müssen jetzt nur auf einen Assist hoffen. Wieder ein Spieler beschädigt. Aber leider keine Kills. Vielleicht versuchen wir es mal dort. Na auch, der hat den jetzt mit dem... Also das ist doch ein Witz. Der hat den jetzt einfach in der Luft weggekopfnust. Der rennt rein. Der muss nur drauf gehen. Okay, einen haben wir wieder. Okay, passt. Haben wir noch... Ja, wir kommen nicht dazu, noch eine Granate zu werfen, glaube ich. Ich glaube, der ist tot hier, ha? Das ist super. Der muss jetzt nur drauf gehen. Tötet ihn! Ja gut, ich kann ihn auch selber töten. Ist ja auch legit. Hauptsache, ich krieg irgendwie einen Assist dazu, ne? Das ist das Wichtige. Wir haben jetzt erst 3 Schock-Assists. Nahkampf wird auch richtig schwierig. Oh, Leute, die Challenge wird nicht einfach. Wir können aber mal so ein bisschen über die Purge Trooper an sich quatschen. Denn die finde ich persönlich sehr, 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 sehr cool. Ich denke mal, das geht den meisten so, oder? Dass ihr die Purge Trooper recht cool findet. Die sind natürlich auch eine Gefahr gewesen in Fallen Order für Jedi. Also sind wirklich krasse, stark ausgebildete Einheiten. Ich hoffe, das wird im zweiten Teil dann auch nochmal ja, ganz cool werden. Dass das dann echt Spaß macht, gegen die zu kämpfen und so. Und jetzt müssen wir wieder hoffen, dass da einer reinläuft, dass da einer durchläuft. Aber es kommt keiner. Aber bis jetzt war es eher mau, was das angeht. Ja? 3 Assists sind unsere Ausbeute. Es ist halt einfach ein Glücksspiel. Ob das jetzt klappt mit den Schock-Assists oder halt nicht. Und wir pfeffern die einfach mal da hinten rein. Ich glaube nicht, dass das gezählt hat. Leider. Der rennt auch nicht rein. Mist. Vielleicht sollten wir hier jetzt auch eher versuchen, mal Nahkampf-Kills zu machen oder so. Oder halt irgendwelche anderen Normalo-Kills. Das wäre alles machbar. Der rennt leider die ganze Zeit weg von mir, der Typ. Haben wir ihn hier? Komm. Schade. Da waren zu viele. So, versuchen wir es hier nochmal. Eine Granate rein irgendwie. Jetzt verprügeln wir hier einen. Das gibt's nicht. Der wurde mir noch weggenommen. Schade. Aber ihn hier. Komm. Es will nicht klappen. Ach komm, ich krieg auch nur Assists und Mist aber auch. Haben wir hier wenigstens einen Assist? Ich glaube leider nicht, ne? So, jetzt den aber. Nice, den haben wir. Und den jetzt mit dem Nahkampf. Den jetzt mit dem Nahkampf. Nein! Schade. Oh! Nein, nicht mal den kriege ich mit dem Nahkampf. Das gibt's doch gar nicht. Ach, Leute, ich habe einfach nicht Glück gerade. Hab einfach kein Glück gerade. So, die assisten wir alle schon mal. Wenn da jetzt irgendwer drauf geht, ne? Wir helfen dann mal beim Uideka, der zielt. Der zielt auch. Nice, 2 Assists. Sehr schön. Was wird am Ende an den Nahkampfkills hapern? Ich weiß es. Ich weiß es jetzt schon. Komm, jawohl! Wo ist der andere hingelaufen? Ich sehe ihn nicht mal mehr. Komm, wir werfen noch die Granate. Die zählt noch, dass sie liegt. Aber mal gucken. Die wird wahrscheinlich keinen Assist mehr bringen. Doch, Kill Assist! Kill Assist! Für Darth Maul! Ja, nice, wir haben's. Geil, das heißt, wir können jetzt switchen auf den Heavy Trooper. Jetzt heißt es noch 2 Nahkampfkills und 10 Kills mit dem Blaster. Das mit dem Blaster ist eine Frage der Zeit. Das werden wir irgendwann hinbekommen. Das mit dem Nahkampf, das ist halt so eine Sache, die könnte schwierig werden, Leute. Die Gegner kommen leider auch nicht voran. Das ist so ein bisschen mein Problem gerade. Den da jetzt vielleicht mal, ja. Okay, da haben wir den ersten. Hier oben sind noch ein paar. Einen haben wir davon. Okay, der nächste kriegt uns. Aber einen nehmen wir mit.
Also ich brauche jetzt eine ewige Verlängerung, Mann. Das ist einfach nicht genug Zeit. Es sind zu viele Random-Sachen dabei. Das mit den Granaten hat leider Ewigkeiten gedauert, bis man das mal gehabt hat. Was ein bisschen schade ist. Ich wollte gerade sagen, ich muss sie noch kriegen. Das wird sonst nichts mit den Nahkampf-Kills. Leute, wir müssen jetzt versuchen, die Nahkampf-Kills zu kriegen. Sonst wird das nichts mehr. Sonst wird das nichts mehr. Komm. Eins. Scheiße, scheiße, scheiße. Jawohl! Oh, jawohl! Geil! Das heißt, nur noch normale Kills machen. Jetzt müssen wir Glück haben, Leute. Jetzt müssen wir Glück haben. Okay, ein Number wieder. Nice. Okay. Okay. Ich glaube, es wird fast an den normalen Kills scheitern, Leute. Weil jetzt ist es einfach... hier kann man relativ hier kann man relativ schwer gezielt Kills machen. Einen hatten wir eben noch, aber wenn wir die ganze Zeit einen Helden nehmen, das bringt uns noch nichts. Die Gegner haben leider auch nicht mehr so viele Tickets, das heißt, wir werden das bald gewinnen, höchstwahrscheinlich. Vielleicht kriegen wir ihn? Nee, leider nicht, schade. Wäre auch halt reine Glückssache, ne, wenn da 5, 6 Leute draufhämmern. Das ist halt hier das Schwierige. Es sind hier immer nur so riesengroße Anmengen an Leuten, da kann man halt Glück haben und man macht den Kill. Oder das Wahrscheinliche ist halt eher, man macht den Kill nicht, ne. Ja, das brauche ich gar nicht versuchen hier, glaube ich. Da stehen ja auch nur Helden rum, die kommen überhaupt nicht nach vorne, leider. Ich glaube nur leider, das wird nichts mehr, Leute. Die Gegner kommen einfach überhaupt nicht durch. Die kommen nicht nach vorne. Hier ist halt echt schwierig, irgendwo noch Kills zu machen. Und selbst wenn dann da einer low ist, wie der jetzt da hinten, dann geht der entweder in Deckung oder aber der wird von einem anderen getötet. In manchen Fällen, ja, wie jetzt gerade, ne? Ich habe den super low geschossen. Krieg leider den Kill nicht. Schade. Den da will ich noch, den da will ich noch. Bleib stehen, Kollege. Schade. Ach, Mann. Ja, ich habe zu lange gebraucht für die Schockgranatendinger. Das ist auch echt, also Nahkämpfe bin ich krass überzeugt oder bin ich krass froh, dass ich es überhaupt geschafft habe. Aber das mit den Schockgranaten hat ewig sich gezogen, leider. Schade, schade. Aber naja, war eine knappe Sache. Wäre es ein bisschen früher mit den Schockgranaten durch gewesen, hätte ich das ziemlich sicher sogar hinbekommen. Und von daher, das war's. Vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Und ciao. Ciao. Probiert selber auch gerne aus, ne? Bis denn. Ciao, ciao.